Es ist ja so, nicht nur zu Weihnachten tun ja Einkäufe ständig Not, gut zu Weihnachten in überproportionaler Dimension, aber trotzdem, ich beobachte es immer wieder und habe auch einschlägige eigene Erfahrungen mit dem wochenendlichen, ehelichen, samstäglichen Einkaufen im Riesensupermarkt. Die Frauen schreiten mit festem, zielsicherem Schritt einen Einkaufszettel in der Hand voran. Die dazugehörenden Männer schieben das Waage unkonzentriert hinterher, weil sie durch das Warenüberangebot letztlich ja einen verlangsamten Lidschlag haben und durch ständige Musikberieselung von Radio Max oder Ähnlichem in einen Alpha-Zustand gefallen sind. Und darum verlieren Männer ihre Frauen häufig im Supermarkt, weil Frauen den kürzesten Weg zu den benötigten Lebensmitteln wissen, während die Männer, wie gesagt, oft neugierig oder erstaunt irgendwo hängen bleiben. Sie schieben dann das Waage unbetreut durch die Gänge, tasten eben mit verhangenem Blick die Regale ab, greifen wie ferngesteuert, weil sie im Radio gesagt haben, nimm zwei, nicht zu irgendetwas, nicht? Da werden sie aber von den Frauen schon entdeckt und die blocken diese Will-ich-haben-Bewegung ab und sagen dezidiert, ich bitte, ich lasse das stehen, das braucht man nicht. Denn der Mann wollte im Sonderangebot ein Straußenei kaufen, zusammen mit einer Gratis-CD der beliebtesten Wiener Walzer von Johann Strauss. Oft und oft erhält der Mann, um ihn im Supermarkt sinnvoll zu beschäftigen, kleine Aufgaben. Zum Beispiel etwas holen. Während die Frau jetzt den Wagen schiebt und zügig weiter einkauft, taumelt der Mann somnambul durch den Supermarkt und murmelt ratlos: Sauerrahm, 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 Sauerrahm. Oft sieht man Männer wie angewurzelt auf einem Fleck im Supermarkt dastehen, ohne sich wegzubewegen vom Waage, während die Frau in kurzen Abständen mit Waren gewissermaßen heranschwirrt, sie hineinwirft und dabei jedes Mal sagt, du bleibst da stehen und pass auf Waage auf, ja? Sich dann wieder ihren Einkäufen zuwenden will, aber nochmals abrupt am Absatz kehrt macht und sagt, und nimm nix. Erst wenn der Mann dann schwere, prall gefüllte Sackeln zum Auto schleppt, weiß er, warum er mitgehen musste. Ne? Doch solange eine Ehe noch so läuft, dass der Mann nur die schweren Einkaufstaschen tragen muss, geht's ja. Wenn er ihr dann aber die Handtasche trägt, ist es vorbei. Es ist ja schon ein Zeichen, dass ein Mann aus dem männlichen Geschlecht ausgetreten ist, wenn er zu seiner Frau Mutti sagt. Gell? Aber der Mutti die Handtasche zu tragen, das ist Kastration.